Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Wir schon Level 37 sind. Yay! Nicht, dass uns das viel bringt, aber hey. Man kann es ja mal erwähnen. Also, ja, es geht wieder ein ganzes Stück durch die Texas, durch die Stockerpartie. War spannend, weil mit der neuen Engine, mit 1.50, da hat SES Software auch gesagt, dass es auch Performance Improvements kommen. Jetzt natürlich die Frage, meinen Sie nur die Sie allein dadurch haben, dass Sie statt DirectX 12 nutzen oder Vulkan? Oder auch wirklich, dass Sie selber die Engine auch hart optimiert haben, die neue. Das wäre nämlich sehr herzallerliebst. Gerade wie gesagt, diese ganzen neuen DLCs, wo sie wirklich mit sehr vielen Objekten arbeiten. Da kann es halt nicht sein, dass man mit einem High-End-PC immer noch Stöcke hat. Das geht doch nicht. Also, das sehe ich gerade eben schon. Hallo, my lady. Wenn ich so gucke, sich ihr Gesicht. Wenn ich so gucke, nicht. Auch interessant. Ja, so beschleunigt man, hä? Hätte ich vielleicht auch geschafft, aber nee, lieber nicht. Und Eisbahn? Ja, das war die Eisbahn. Süß. Doch mal, Mädels. Ja, erst stehen bleiben und dann aber doch fahren. Na, sowas habe ich ja lieb. NPCs, wie sie. Ja, wie wir sie lieben. I don't know. Haben die gerade einen Unfall gebaut? Ja. Junge, wag es dir. Den Chrom kannst du nicht bezahlen, Mädel. Warum fällt jetzt alle über Rot? Habe ich gerade irgendwas verpasst? Was läuft? Ah, alle fahren über Rot. Habe ich hier irgendwas verpasst?
Digga, diese Welt macht mir Angst. Hat ein Zwang. Oh, das ist der gleiche? Hat er eine andere Route genommen? Nee, kann nicht sein. Obwohl, doch, kann sein, dass hier eine von diesen Zwischenstraßen genommen hat. Wo wir zwar nicht langfahren können, die anderen aber schon. Mal kurz gucken. Ja genau, wir sind hier. Und jetzt da. Kann also sicher sein, dass er hier irgendwie so eine Straße genommen hat. Oder hier eine Straße. Oder I don't know, wo wieder Verbindungen sind, die wir nicht befahren können. Man weiß es nicht. Die haben so die Tacos. Ist ja, ich meine, gut, schmeckt jetzt nicht schlecht oder so, schmecken schon gut, ja. Aber das ist. Amis und ihre Tacos ist ungefähr so wie Deutsche und ihre und ihr Spargel. Das wird irgendwie vergöttert. Ich weiß ja auch nicht, ob das so gesund ist. Oh, Leute, fahr doch mal. World of Trucks. Oh. Was ist nach vorne los? Achso, jetzt kommt ein Unfall. Süß. Ah, der Fall wird gerade rot. Und schon waren wir wieder in ein unbekanntes Terrain. Oh, ich bin so aufgeregt. Ah, voll was wieder eng. Oder? Doch, da.
Warte gerade schon, habe ich das gerade Schild falsch erkannt oder so? Leute, das Schild sagte 55 km/h, wenn die Lichter blinken. Haben sie geblinkt? Weiß ich das gar nicht. Vielleicht haben sie auch geblinkt. Aber wieso unten auf die Schrift konzentriert, dass ich da oben nichts blinken gesehen habe. Oh, das ist eine Kamera! Wie sieht es überhaupt aus? Oh, da ist noch eine Kamera! Alter! Wow! So viele Kameras hier! Ich fühle mich beobachtet! Oh, eine Mini-Palme. Süß. Picknick-Area.
Herz und Mikro. Meine Interaktion ist hier hochgefahren. Warum das? Sieht aus wie so eine hier wie so ein Katapult, die beiden Dinger. Legst du dich so schön rauf, um sie um nicht so zu sauer und auf einmal. Ah, fliegst du von der West Coast direkt zur East Coast, Digga. So, irgendwas wollte ich gerade gucken. Aber ich habe schon direkt wieder vergessen. Ist der bei dem Fahrermechaner müsste eigentlich erstmal alles ausgeglichen stehen, genau. Kann doch erstmal so bleiben. Wir lassen die erstmal so ein bisschen zappeln. Und wenn sie dann überall so ein bisschen was haben, so wie die alle hier. Oh, die können wir alle mittlerweile auf Fernfahrer stellen. Alter, wir müssen alle mal durchgucken hier. Ist ja alles verstellt. Aber wohl schon lange nicht mehr nachgeguckt hier. Eigentlich können wir mittlerweile auch einfach alle ausgeglichen lassen. Weil, wie gesagt, ist ja nur dieses Fernfahrer machen, ist ja nur, damit sie schneller viel Geld verdienen, damit wir schneller viel Geld bekommen. Aber wir bekommen mittlerweile so scheiße viel Geld, dass es eigentlich auch fast egal ist. Ja, alle ausgeglichen. So, reicht aus. Passt. Easy. So. Ja, jetzt hier wieder rauskommen. Viel Spaß dabei. Gut, das sieht schon mal frei aus. Ich guck mal, da kommt hier mal auf den Knick. Weil es auch frei aus. Wow, geht da. Ich habe immer Angst, dass wenn ich hier so unsere Route hier anders macht, dass er dann auch hier unten irgendwas zurücksetzt. Aber scheint alles so zu bleiben. Obwohl der Section hier raus ist. Scheint er trotzdem die Reihenfolge von denen nicht zu ändern.
Warum würde ich gerne mal hin? Links auf dem Berg rauf. Bestimmt schöne Aussicht. Andererseits auch sehr gefährlich. Weil A, wenn du runterfällst, tut's weh. Und das sogar gleich in zweierlei Maßen. Weil, wenn du Glück hast und runterrollst, rollst du gleich auf die Straße rauf. Das tut dann auch weh. Was ist denn hier los, Leute? Nein. Hier ist so suppig, ich glaube, lieber bei mir. Per Spur. Keine Ahnung, warum die Spieler so langsam fahren, alle, aber was soll's. Wie lange möchtest du fahren? Ja! To talk about.
So, verpacken wir uns. Ach, hier ist aber direkt offen. Ja. Kann ich da von hinten reinfahren? Nee, ne? Warum ist das Schild da? Also, nehmen wir einfach die paar Taschen hier. Hi, Dude. Ich sehe wohl nicht, warum so ein Rad da oben ist. Ah ne, halt, jetzt mache ich jetzt ein... Jetzt habe ich gerade mein vorderes Rad hochgenommen. So, jetzt Z und U gleichzeitig. Genau, jetzt fahren beide Räder runter. Gut, andererseits können beide Räder oben bleiben, ganz ehrlich. Ich meine, wir haben eh keine Ladung drauf. Aber wenigstens weniger Reibung. So, let's go. Eigentlich komme ich hier gleich pennen, ne? Und das ist jetzt schon voll hier. Ja, schön. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Genau, müssen jetzt 8 Folgen sein. Ja, genau, 8 Folgen. Easy. Von daher, bis dann. Ciao.